Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmerunde von Minecraft. Natürlich wieder im Live-Let's Play auf Twitch. Ja? Gerne live dabei sein, gar kein Problem. Einmal den Link unter dem Video klicken. Oh, dass ich mal Werbung mache, hätte ich auch nicht gedacht. Vor diesem Video werdet ihr wahrscheinlich gerade noch was gesehen haben, und zwar einen Zeitraffer, hoffe ich doch. Also, ich hoffe, ihr habt den Zeitraffer gesehen. Wenn nicht, dann habe ich nichts gesagt. Wenn doch, dann hey, Zeitraffer. Ich habe nämlich hier ein bisschen was gebaut. Also ich habe ja, also gebaut habe ich nicht, ich habe quasi alles ein bisschen terraformt, ein bisschen angepasst, weil ich schon mal so gucken wollte. Hier drüben werde ich das mal so machen, dass ich hier eine Art Terrassen oder so hinmache. Hier wollte ich ja mein Schloss hinbauen. Ich überlege mal, ob ich das hier noch ein ganzes Stück wegmachen soll, ne? Aber ich habe mal geguckt, hier drüben ist halt auch relativ gute Fläche, sage ich mal. Also eigentlich, ne? Eigentlich kann man das so anbieten, denke ich. Ich kann es natürlich einschätzen, ne? Ich weiß noch nicht, wie ich es diesmal überbauen will mit Schloss und Burg und... Bin ich jetzt im Fernsehen? Du bist im Fernsehen, Bill. Habe ich das offscreen gemacht? Bis auf das eigentlich nicht. Wobei ich das nicht offscreen gemacht habe, sondern habe ich quasi im Dings, also ne? Im Zeitraffer gemacht. Ich will was umbauen, bevor wir heute oben weiterbauen. Also ich würde die Treppe heute gerne bauen in den Folgen. Ich möchte hier nochmal einen Umbau tätigen. Ich möchte diese Treppe quasi hier hoch machen auf der Seite, weil ich habe entschieden, ich will hier Wasser reinpacken. Ja, ich will da Wasser reinpacken und da muss das hier leider halt nochmal weg, ein ganzes Stück. Ja, wir setzen die Treppe quasi auf der anderen Seite, dass wir hier, weil hier können unten keine Boote drunter durchfahren. Ja, also hier können ja keine Boote durchfahren. Darum habe ich mir gedacht, packen wir das Ganze auf die andere Seite. Ich habe übrigens mir eine Möglichkeit überlegt, ne? LOL. Das ist neu. Hä, wo ist denn der jetzt gewachsen? Was? Sollte eigentlich nicht so sein. Aber wisst ihr, was das Geile ist? Da können wir einen Tunnel drum machen, ne? Ich würde das hier vielleicht so... Ich würde vielleicht so, ne? Eine gewisse Höhe... so abmachen, beziehungsweise hier und da vielleicht dann noch mal so ein bisschen was ransetzen. Dann können wir hier, wie wenn hier Wasser drin ist, ne, können wir wie so einen Tunnel durchmachen. Das wäre halt schon geil, ne? Warte, nein, okay, nicht so schlimm. Okay, da hätte ich dran denken müssen, dass die Setzlinge hier runterfallen und sich einpflanzen. Ich habe das nicht bedacht. Nip, 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 nip. Alles weg, dann. Zack. Und zack. Okay, warte mal, ich muss mal hier irgendwann. Fängt der Weg nach oben an. Nein, keine Ahnung. So. Okay. Geschafft. Perfekt. Guck mal, wenn dann hier unten Wasser ist, ne? Dann können wir das halt so machen, dass wir hier quasi. Nein, ach, nein. Oh, das ging, oder? Ich habe die alle gekriegt. Okay, perfekt. Dass wir hier auch quasi irgendwie wie so ein Durchgang machen, dass wir das Holz noch ein bisschen anpassen, dass es vielleicht da drüben den Ursprung hat, ne? Guck mal, das könnte man sogar machen, wenn wir es einfach jetzt hier... Dann füllen wir das mit Wasser auf, ne? Ideen über Ideen. Sekunde. Ich komme da nicht an. Okay, perfekt. Das sollte passen. Eigentlich diese Bahn, hier habe ich mich immer hochgebuddelt, wahrscheinlich, ne? Ja, für die Ecke hier habe ich nämlich auch eine Lösung gefunden. Wir setzen das einfach so, da wird das so leicht rund. Aber das geht ja. Justin, hi!
Dieser Bot macht nur Probleme. Welcher Bot macht dir Probleme? Der wird in den Kerker geworfen. Der Bot in den Kerker. Das ist ja ein gutes Prinzip. Irgendwann, wenn das mal so weit ist, ne, man hat so Roboter. Dürfen wir noch ins Gefängnis? Das wäre so eine ethische Frage. Hier müssen wir dann quasi eh ein bisschen das Ganze cutten. Weil es hier halt sehr enge ist, der Durchgang. Wartet mal. Ha, ich habe keine Axt mehr. Moment. Ich muss mir eine neue Axt machen. Habe ich noch Essen dabei? Ja, Essen. Snack, Snack. Yep. Eisen. Hatte ich nicht noch normales Eisen? War so. Ist das irgendwo reingepackt? Nee, anscheinend nicht. Ich habe ja voll das Chaos hier. verzeiht, wenn ich vielleicht irgendwie ein bisschen komisch klinge. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich habe irgendwie eine Erkältung eingefangen. Jetzt dabei, bei uns ist ja der Winter so ein bisschen eingebrochen. Also ne, es hat echt ein bisschen geschneit. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Auch wenn es jetzt ein bisschen spät ist, aber okay. Und ja, ich habe... ihr kennt mich, kein Schal und so, ne? Ja, ich habe mir wahrscheinlich eine schöne Erkältung gefangen. Nervt mich auch nur minimal. So, guck mal, wir müssten halt hier irgendwie... Ich würde das halt so machen. Damit man hier dann halt im Endeffekt noch gut durch quasi segeln kann oder fahren kann mit dem Boot. Nein, ich will mir zurückhalten. Ich habe was voll Gutes geschrieben und du siehst es wieder nicht. Ein japanisches Hallo. Okay. Wahrscheinlich ist da irgendeine Silbe drin, die sehr falsch klingt für den Bot und da reagiert der Bot dann drauf. Hier ist er wieder doof, ne? Okay, warte, machen wir es anders. Ich habe eine Idee. Wir holen jetzt mal das ganze Zeug. So gerade sehr dunkel, ne? Ich weiß. Passen wir das Ganze nochmal an, ein Stück. Okay, das sieht ganz gut aus. Das war ein Fail. Ja, warte mal. Ich könnte das eigentlich jetzt hier... Ja, warte. Nee, okay, warte. Das ist okay, dann passen wir das so ein bisschen an, da kann man hier schön durch. Ich habe nichts zum Thema Bot gesagt, das wüsste ich aber, wenn ich was zum Thema Bot gesagt hätte. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Nein, leider ist der Bot nötig. Das ist halt das Problem, der Bot ist halt nötig.
Mache ich hier Steine hin? Ich bleibe bei dem Holz, wollte ich bleiben, ne? Okay, warte, so. Ich muss mal ein anderes Lied anmachen. Das ist hier, also, ich, hörst du die hier, ne? Ein bisschen? Bisschen besser. Könnten wir noch ein bisschen was anpassen, aber das Ding ist. Können wir erstmal so lassen. Ist ja die Frage, ne? Wo mache ich dann im Endeffekt. Wie baue ich jetzt hier überhaupt weiter, ist halt die Frage. Aber eigentlich, ne? Ne, warte mal, ich müsste schon locker noch. Also eins muss ich noch hier vorgehen. Geht ja jetzt nicht anders. Damit es ein bisschen ordentlich aussieht. Das heißt, ich muss schon noch ein kleines Stück hier vor. Hat niemand gesehen? Super. Ging ganz schnell. Zack. So. Was? Was? Oh, danke schön für den Raid. Das ist aber ein komischer Name. Also das... Okay. Wenn es nur darum geht. Warum nicht, ne? Kann ja mal darum gehen. Gibt leider nur heute keine bei mir. Ich, hallo an alle. Und vielen, vielen Dank für den Raid. Wir machen heute aber nur Blödsinn hier. Also nichts Ernstes. Nur bei mir gibt es leider heute keine Giveaways. Es tut mir echt leid. Zu Weihnachten. Zu Weihnachten gibt es wieder welche. Ihr könnt ja hier warten. Okay, das war das Schlechteste. Das war... Na, Gott, nee. So, warte, ich muss überlegen. Ich muss nachdenken, sonst bin ich gleich lost. Ich baue das hier hoch. Dann mache ich mir hier... Oh, guck mal bitte ganz kurz weg. Oh, hat niemand gesehen. Kein Bock, erst schlafen zu gehen, auf den Tag zu warten. Okay, dann setze ich das da... Ich will das da nicht. Na. Hätte ich den Weg auf der anderen Seite nur gelassen, ey, ganz ehrlich. Ups. Ups. Ich bin gerade richtig lost, ne? Warte mal, ich könnte. Ich belasse das ein. Na. Einfach. Ja, okay, machen wir das halt so. Ich will ja den Weg hier unten innen lang ziehen. Da würde ich jetzt doch... Ich will versuchen, eins kleiner zu gehen. Also, hier. Prinzipiell ja. Nein, Alter. Ups, ups. Ein weitergeleiteter Raid sozusagen. Justin, mach's gut. Alter, ich komm. Ich brauche hier deine. So, jetzt aber. Okay, dann gehe ich dann hier rüber. Dann mache ich hier quasi den Hauptweg hin. Und der zieht sich dann hier rum quasi. Und hier machen wir dann die Treppe hin. Ja. Ja, so in etwa. Yep. Mm-mm-mm-mm.
Ich muss ja dann irgendwie da hochkommen. Ich komme jetzt ja gar nicht hier hoch zum Tempel. Aber mit dem Bahnhof, das geht eigentlich auch ganz geil, wenn man dann hier so rauskommt, ne? Das ist eigentlich so, da kommst du hier so raus. Wir machen auch ein bisschen Grünzeug hier unten rein, ne? Das bleibt nicht so. Ja, komm. Gehe ich jetzt hier rein. Und man ist direkt dort. Oh, Sunny, hey. Moment, ich muss kurz Hundi streicheln. Hundi will Aufmerksamkeit. So. Ach Mist, warte mal, jetzt bin ich. Das wird zu dicht, ne? Ich bin voll. Okay, dann gehen wir noch eins nach links. Dann machen wir hier so aus einer kleinen Holzfassade vielleicht so ein bisschen, ne? Wirkt dann auch ein bisschen wie eine Stütze. Wir nehmen das, was wir haben. Ups. Ich meine, hier, das müssen wir eh noch ändern, ne? Das wird eh noch anderer Stein. Habe ich das? Ich habe das mit Holztreppen gemacht, ne? Okay, komm. Wobei ich jetzt hier eigentlich die Seitenteile machen muss, ne? Darf ich nicht vergessen. Also so. Wie hoch müssen wir denn eigentlich? Wir müssen schon eine Stütze, ne? Dann mache ich hier drüben dann die Brücke auf der Seite. Dann kommen wir wieder auf die Ebene. Ich muss kurz was wegnehmen. Oh, ich habe keinen Platz mehr. So gar keinen. Oh, den ganzen Stuff leg mal ab, den brauche ich jetzt alles nicht. Das brauche ich jetzt auch nicht. Ja gut, das kann ich im Unten hinsetzen. Das kann ich alles schon benutzen. Ich brauche es. Burger. Boah, jetzt aber so eine richtig, richtig schöne Pizza oder so, ne? Da hätte ich schon Bock drauf. Da hätte ich aber Lust drauf. Wartet. Okay. Ich glaube, eine Spitzhacke habe ich noch, ne? Muss also passen eigentlich. Perfekt. So. Welche Höhe ist denn das? Das ist noch eins höher, ne? Warte mal, ich könnte eigentlich da drüben das anpassen. Jupp. Ich passe das mal hier drüben an. Ja gut, wo werden das jetzt? Baum, du bist im Weg. Warte mal. Eins. Also 5 circa. Okay. Mach ich einfach jetzt hier 3. So, und jetzt gehen wir nach vorne. Das müsste Pi mal Daumen, müsste das hinhauen. Nip, nip, nip. Ja, Pi mal Daumen. Okay, jetzt weiß ich schon, welche Höhe. Das ist schon mal perfekt. So, nie? Sunny möchte spielen. Sunny, wir können dann gleich. Lass mich mal ganz kurz den kleinen Stream heute machen, okay? Wir können dann gleich. Können wir dann gleich was spielen? Versprochen. Ja. Sunny, ich wünschte, ich könnte euch das kurz zeigen. Ja? Ich habe aber keine Cam, die gerade passt. Die hockt hier am Stuhl. Mit den Fädeln oben. Yep. Und wir spielen. Ich brauche immer noch so eine Hundi-Cam oder sowas. So, ihr kommt weg. Da habe ich noch ein bisschen Spielraum, ne? So. Jetzt bräuchte ich natürlich. Sunny ist gut. Lass mich erstmal jetzt ganz kurz machen, okay? Die ganze Zeit wolltest du nicht spielen. Kaum stream ich, willst du spielen. Hm? Lass ich mal hier kurz werkeln, bitte. Es ist essentiell wichtig.
Ist leicht irritierend, ne? Wenn der Hund die ganze Zeit irgendwie so neben einen hochhopst. Okay. Wie hoch muss ich ihn noch? Ich bin ja fast da. Okay. Achso, ich muss. Na gut, nee, hier muss ich die Ecke eigentlich nicht mehr. Ja doch, ich müsste die ja noch bis hoch machen. Okay, das ist ja schon die Höhe, ne? Das ist ja eigentlich. Das müsste passen. Okay, warte. Ivalo, hi! Hi, hi. Oh nein, das war ein Fail. Das ist jetzt auch unlucky. Möchte ich kurz anmerken. Mist. Na gut, ich brauche bei dem Bahnhof eh noch eine Innenverkleidung. Ja, das passt schon. Hier mache ich aber noch eins mehr raus, glaube ich einfach. Sunny Mobs. Bisschen Holz holen. Moment, ich brauche Stufen. So. Mopsi. Oh, falsche Taste. Moment, kurz Sunny kraulen. Das geht nicht anders. So, jetzt ist gut. Gesundheit. Nee, die andere Seite zählt jetzt etwas. Jetzt läuft Sunny auf der anderen Seite und will gekrault werden. Dein Ernst? Nee. Achso, das war ein Fehler hier, das muss mal weg. Gesundheit. Was ist los? Warum niest du heute, Sunny? Was ist los? Hm? Achso, jetzt müsste ich halt gucken, was ich da. Dann verkleide ich das Dach mit dem Holz. Wenn ich das einheitlich haben will, muss ich das halt. Es ist dunkel. Muss ich das halt machen, ne? Ich wollte eigentlich den Bahnhof kein Holz machen. Aber ich habe da leider keine große Möglichkeit gerade. Ich packe hier einfach dieses leicht schäbige Holz rein, was ich aber in Masse habe. Eventuell kriege ich sogar gleich Besuch. Ich werde den Stream auch nicht abbrechen. Das wäre echt was, wenn wir wieder so den Stream abbrechen müssen, also eine Stunde oder so. Ich brauche Holz. Okay, hier müssen wir eine andere Verkleidung finden. Gucken was. Wie ich die Wände hier mache, habe ich noch keine Idee, ne? Gut, das geht vom Prinzip her. Also, wenn ich das so anpasse ringsrum. Ja, das ist okay. Ach, guck mal, da muss ich ja auch noch. Aha. Und Gesundheit. Mache ich das so? Ach nee, das geht hier nicht, ne? Okay. Passe ich das dem Holz nach an. Das heißt, ihr fliegt raus, ihr seid eh nur die Seitenteile. Das ist nicht so wilde. Okay, hier kommt ein E-Mail. Hm.
Ja, das ist okay. Ist nicht perfekt, das ist nicht, was ich wollte, aber es geht. Ich brauche mehr Holz. Ist die Tür zu? Wie das Sunny hier spielen wird, weil die Tür gerade zugefallen ist und sie nicht raus kann. Ja, aber das ist nicht der Fall. Kann sein, wir müssen eventuell nochmal das Sofengarde zurück und noch ein bisschen was holen. Jetzt hier mal die Brücke hier gleich mal fertig. Dann kommen wir schon mal auf die andere Seite und nach oben. Da können wir drüben dann zumachen. Dann kommt man quasi hier oder hier lang. Wir müssen ein bisschen auskleiden, klar. Dann kommen wir hier direkt zum Tempel dann. Ich wollte halt noch mehr Birkenholz, habe ich nicht mehr mitgenommen, ne? Ja, da müsste ich nochmal zurück. Wegen Birkenholz. Hm. Hier unten müssen wir vielleicht noch ein bisschen tiefer ausbuddeln, das Ganze. So, mal gucken. Okay, ich baue mal das da drüben noch jetzt fertig. Schnell. Ah, ne, dann muss ich hier lang. Was muss ich die Runde rumrennen, wenn ich darüber will? Jawohl, ich könnte es hier verbinden. Ah, dann wäre der Tunnel sinnlos. Hey, geht da kaum. Wir machen das hier dicht und dann passt das. Könnte ich das so machen wie unten theoretisch? Ich glaube, ich würde das echt dann so lassen, ne? Setzen wir hier erstmal so ein bisschen Erde drüber, ne? Um den Berg ein bisschen mit anzupassen. Minecraft und Regen, wir werden keine Freunde mehr. Fehlt noch eins, aber das ist ja erstmal okay. Kurz gucken, wo Sunny hin ist. Ah, die ist abgedampft. Wisst ihr, was richtig mies wäre, wenn Minecraft die Physik hätte und das hier mehr werden würde an Wasser? Das wäre richtig behindert. Machen wir das jetzt hier als Bahn, wo dann der Weg dran ist, quasi. Wir ein bisschen vorgehen über die komplette Schlucht. Oh, mehr Holz bitte. Danke. Ich habe noch sehr viel Quarz. Alter. Keiner gesehen. Ja, wenn ich die Tropico-Musik habe, bekomme ich so Bock auf Tropico. Hier müssen wir um die Kurve rumgehen, das passt schon. Dann können wir hier quasi erstmal den Weg weitermachen. Und das so. Dann müssen wir drei breit sein. Schön auf die Symmetrie achten. Wir müssen nur irgendwo dann so kleine Stege einbauen. Denn wenn wir hier drin das Ganze fluten dann. Dass es halt auch passt. So, und die Frage, wo wir fluten. Also, wo ich dann die Stege. Ich könnte hier zum Beispiel einfach reinmachen, aber hier ist halt nicht so viel Platz, ne? Ich fällt gerade ein, ich wollte die Playlist eigentlich anpassen. Bei manchen der Lieder. Warte mal. Moment.
Ich schalte mal weiter. Nicht das hier, ne? Die Lieder und so, man weiß ja. Bisschen kritisch momentan. Und hier einzeln, da einzeln, da einzeln, da. Ja, das passt. Ist das auf 3 oben gewesen? Jetzt muss ich mal gucken. Da ist auch noch ein Baum gewachsen. Jetzt werden die ganzen Kirschblüten hier. Ach du Backe. Ach Gott. Verschwenden wir natürlich nicht. Oh. Nicht so viel dazu. Hey, wo ist denn der Kirschblütenbaum jetzt gewachsen? Ach lol, das ist der ganz große. Mist. Na gut. Ja genau, hier wollte ich O3 planen dann im Endeffekt. Die Wege würde ich natürlich hier belassen. Wir müssen den Baum ein bisschen stutzen. Oh oh. Ich habe gesehen, da ist ein Setzling runtergefallen. Vielleicht wechseln wir einen Riesenbaum. Mm-mm. Hier sollte eigentlich keiner wachsen, wenn es hier oben so zu ist. Hoffe ich. So, genau. Ich würde eigentlich auch ein bisschen hier runter gucken können, ne? Jetzt kann ich gar nicht mehr runter gucken. Und der muss ja eh noch ein Stück weiter hier, also. Der wächst da raus, ist ja okay.